Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Wir befinden uns gerade in unserem High Security Park und das hat auch einen guten Grund, denn wir schauen uns heute mal einen neuen gefährlichen Hybriden für das Spiel an und das ist der Excavaraptor oder Excavaraptor. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist auf jeden Fall, soweit ich gelesen habe, ein Raptor, der geplant war für Jurassic Park 4. Der stand auch soweit schon im Skript drin. Allerdings wurde dieses Skript natürlich nie genutzt, weil nie ein Film dazu rausgekommen ist. Deswegen haben wir den leider im Jurassic Park Universum nie zu Gesicht bekommen. Ich habe auch schon gegoogelt danach. Also auf Google sind dann so ein paar verschiedene Zeichnungen. Also ich glaube, so ein ganz genaues Bild, wie der aussehen hätte sollen, gab es da noch gar nicht. Deswegen ist das wahrscheinlich auch hier so ein bisschen interpretiert. Das Einzige, was halt sehr auffällig ist, sind diese extrem großen und langen Klauen. Was übrigens auch noch besonders ist, bevor wir das ganz vergessen, schaut mal hier oben auf die Zahl. Normalerweise ist die maximale Anzahl von Dinosauriern 67 bei Jurassic World Evolution, aber es gibt mittlerweile drei Mods, welche komplett eine neue Spezies hinzufügen und kein Dinosaurier ersetzen. Unter anderem hier der erste Hybrid, nämlich der Excavaraptor. Ich darf diesen Namen nicht zu häufig aussprechen. Ich mach's 100% mega falsch. Es gibt auch noch andere, die habe ich auch mal installiert, einfach damit wir diese krasse Zahl da mal sehen. Einmal hier der Torvo, den gibt es noch. Können wir uns nachher auch noch angucken am Ende des Videos. Und bei P müsste der sein. Moment. Da ist er. Der Pachyrhinosaurus. Hier das Bild sehr, sehr gut. Das fügt sich echt gut in die Originalbilder von Jurassic World Evolution. Also die drei wurden schon komplett neu hinzugefügt. Das heißt, wir können jetzt eventuell, wenn es so weitergeht mit der Modding-Szene, bald hier eine dreistellige Zahl irgendwann stehen haben. Dauert zwar noch ein bisschen wahrscheinlich, aber es geht wirklich momentan so in eine gute Richtung. Das ist echt krass. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder hier auf den Excavaraptor ein. Denn der ist eine Mischung aus dem Deinonychus und dem Allosaurus. Und wahrscheinlich fließen da auch noch ein paar andere Sachen mit ein. Das sind ja meistens immer nur so zwei Hauptsachen. Und dann, ja, Raptor und so wird da ja auch noch mit reinfließen. Aber ihr seht schon, hier sind die beiden Genome. Und der hat dann auch eigene Werte. Was ziemlich cool ist. Oh, ist das modifiziert? Wartet mal eben. Ne, hier ist nichts modifiziert. Ich habe gerade gewundert, weil hier das hier steht, aber das ist wahrscheinlich, weil ich hier das Entwicklungslabor gesteigert habe. Aber ist jetzt auch egal. Ich will jetzt nicht so lang abschweifen. Wir brüten den mal aus. Ihr wollt ihn ja sicherlich auch sehen. Der riesige Clown. Übrigens auch das erste Mal, dass ich eine Mod installiere, die Dinosaurier-Sounds ändert. Boah, sieht der böse aus. Diese Clown, das ist echt heftig. Wir schauen uns den gleich nochmal genauer an. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie er hier die Ziege erlegt. Oh, was ist das denn? Die Ziege hat ihn ausgetrickst. Sie lebt. Sie ist hinter ihm. Okay, das ist ja leider ein bisschen verbuggt, die Animation. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob der eigene Animation hat. Wir schauen uns den jetzt erstmal an. Der steht da gerade so perfekt. Also der sieht schon heftig aus. Diese Klauen sind einfach riesig. Guckt euch die mal im Vergleich zu der Ziege an. Also optisch gesehen sieht der schon wirklich gefährlich aus. Den hätte ich mir gut als Hauptdinosaurier, also als Hauptgegner für Jurassic Park oder World vorstellen können. Hinten der Schweif. Ja, der hat schöne Federn. Aber ist leider auch noch ein bisschen pixelig. Also an der einen oder anderen Stelle könnte die Textur noch ein bisschen schärfer sein, aber da man eigentlich immer nur von ja, ungefähr dieser Distanz guckt, geht es eigentlich. Ich finde es aber mal schön, wenn die wirklich hochauflösend sind, die Skins. Aber das mit der Ziegenanimation ist ja schon mal leider ein bisschen doof. Das sehen wir jetzt gleich auch nochmal. Können uns das mal aus Position der Ziege angucken. So, jetzt guckt euch an, wie smart diese Ziege ist. Sie wird jetzt den Excavaraptor outplayen. Gar kein Thema. Die macht jetzt Fly-Mode an. Zack. Da ist sie. Jetzt springt er daneben. Und jetzt steht sie gleich hinter ihm. Ah, wer ist jetzt der Gejagte?
Das sieht ja echt total doof aus. Also daran muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Aber bis jetzt sieht mir das aus, als wenn der wirklich einfach nur die Animation von dem Deinonychus hat. Die Klauen und Arme benutzt er auch, glaube ich, gar nicht richtig. Sieht doch ein bisschen weird aus, oder? Wie er die hält. Das ist halt echt schade. Ich würde mal wünschen, dass er die auch wirklich benutzt und einsetzt. Und dann auch so ein bisschen bewegt. Das sieht echt komisch aus. Die sind so riesig und er hält die einfach so nur nach vorne ganz stumpf. Vielleicht steckt ja hier sogar ein bisschen Teresinosaurus drin. Könnte ich mir auch vorstellen. Bei den Klauen macht das ja Sinn. Oh, der ist aber richtig scharf auf die Ziegen. Ganz schön aggressiv, der Bursche. Zu den Sounds muss ich nochmal sagen, das ist so ein bisschen eine Mischung noch. Also man hört die ganze Zeit noch den Deinonychus, aber dieses Schreien und so ist dann teilweise echt böse. So ein ganz, ganz dumpfer Sound. Den finde ich sehr cool. Ich würde mal wünschen, dass er hier bei diesen normalen Geräuschen ja halt auch dieses andere Geräusch noch hätte. Diesen anderen Sound. Das wäre nochmal eine Nummer cooler. Aber böse sieht er wirklich aus. Also das kann man nicht anders sagen. Also der gefällt mir schon richtig gut von der Optik. Ist halt echt nur schade, dass er diese Klauen halt nicht benutzt. Das wird dann wahrscheinlich noch der nächste Modding Breakthrough. Wenn dann die Dinosaurier endlich neue und eigene Animationen von Moddern bekommen. Das wäre halt richtig cool. Aber bis jetzt ist das halt alles nur immer übernommen von anderen Dinosauriern. Aber schön, dass er die ganze Zeit diese Animation macht. Die so schön verbuggt ist. Erstmal gucken wir jetzt aber noch, ob der auch noch andere Skins hat. Also skintechnisch scheint es noch keine weiteren Skins zu geben. Der sieht genau gleich aus. Ja. Dann können wir den jetzt mal kämpfen lassen. Und er kämpft hier gegen keinen geringeren als Blue. Oder macht diese Sprungattacke. Wait, ist das nicht die Sprungattacke von dem Spinoraptor? Ich glaube schon, oder? Der Kopf ist unten. Und für Blue sieht das gerade nicht gut aus. Ah, der böse Blick. Und da geht Blue down. Also schlecht fand ich die Animation jetzt nicht. Er hat eigentlich ganz gut getroffen. Er ist nur ein bisschen zu weit gesprungen bei diesem Draufspringen. Allerdings hat Blue natürlich total daneben geschlagen. Weil das dann von den Animationen nicht mehr so gut gepasst hat. Aber das sah doch eigentlich ganz cool aus. Ja Leute, das ist der Excavaraptor. Ein ziemlich cooler neuer Hybride. Der natürlich noch einiges an Arbeit braucht. Aber was besonders toll an diesem ist, ist, dass der als neue Spezies in das Spiel kommt und keinen der anderen bereits vorhandenen Dinosaurier überschreibt. Ich hoffe natürlich, dass dieser Hybrid noch ein wenig weiterentwickelt wird und diese ganzen Animationsfehler und Soundbugs und sowas behoben werden. Aber ich finde persönlich, dass dieser optisch wirklich richtig böse und gefährlich aussieht und das gefällt mir richtig gut. Bevor das Video jetzt aber vorbei ist, schauen wir uns nochmal ganz kurz den Pachy und den Torvo an. Das sind jetzt, glaube ich, keine neuen Sounds. Die sind wahrscheinlich von irgendeinem anderen Top-CD geklaut worden. Ja, muss ich sagen, optisch finde ich den jetzt nicht so krass. Den Pachyrhino stelle ich mir ein bisschen anders vor. Weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, wie der wirklich paläontologisch akkurat wirklich aussieht. Also da kenne ich mich nicht so gut aus. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob das realistisch ist, so wie der jetzt hier aussieht. Weil ich habe den eigentlich in meinem Kopf ein bisschen anders. Das Horn sieht auch irgendwie weird aus da oben. Mit diesen, weiß ich auch nicht. Oh, die kämpfen sogar gegeneinander. Holy shit.
Oder kämpfen die doch nicht? Nee, okay. Wollte schon sagen. Weil normalerweise kämpfen so kleine Raptoren ja eigentlich nicht gegen so große Dinos. Und das hier ist der Torvo. Der hat auf jeden Fall die Allosaurus-Animation und Sounds. Ich glaube, diese Mod haben wir uns damals auch schon mal angeguckt. Sah zumindest relativ identisch aus. Und die finde ich optisch auch ziemlich cool. So stelle ich mir auch einen Torvo vor. Oder so kenne ich ihn. Aus anderen Spielen und Dokumentationen und sowas. Oh, die beiden kämpfen jetzt aber. Das ist doch jetzt ein schönes Finale. Ein blutiges Finale, so wie ihr es liebt. Torvo gegen Paririno. Zwei neue Spezies für Jurassic World Evolution. Mal sehen, wer gewinnt. Also bei denen sehen die Animationen wirklich super aus. Ja, das geht ganz klar an den Torvo hier. Und die Animationen sehen echt gut aus. Also der trifft auch super. Und der Torvo ist hier der ganz klare Sieger. Und ja, mit diesem schönen Bild will ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Falls ihr mehr von Jurassic World Evolution oder anderen Dinosaurier- oder Tierspielen sehen wollt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Achso, bevor ich es vergesse, die Mods sind natürlich alle für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt bis zum nächsten Mal, euer Dandy.